Schön, wieder hier zu sein, in Hamburg, im jetzigen Moment. Bevor ich weiterspreche, möchte ich nur kurz erwähnen, dass ich um Verständnis bitte, wenn ich Fehler mache in der deutschen Sprache. Es kann vorkommen, weil ich schon seit einem halben Jahrhundert nicht mehr, über einem halben Jahrhundert nicht mehr in Deutschland lebe. Da kann es also vorkommen, dass nicht nur Fehler unterlaufen, sondern auch, dass das richtige Wort sich nicht einstellt. Und dann muss ein anderes schnell gesucht werden. Aber das ist alles nicht so wichtig, denn das Wichtigste unseres Zusammenseins heute Nachmittag liegt nicht in den Worten, obwohl ich wahrscheinlich die meiste Zeit sprechen werde. Das Wichtigste liegt darin, wohin die Worte hinzeigen, worauf die Worte hindeuten. Die Worte sind also eine Art Wegweiser, die deuten auf etwas, was tiefer liegt als die Worte. Tiefer als der Verstand, tiefer als die Gedanken. Denn Worte sind ja nur gesprochene Gedanken. Und dieses Tiefere ist in jedem von uns eine tiefere Dimension des Bewusstseins, das in jedem Menschen sich befindet, aber bis jetzt nur von wenigen Menschen in sich erkannt wird. Und dieses Erkennen der tiefen Dimension in sich selbst, das ist eigentlich, um das zu lehren oder den Weg dorthin zu weisen, ist eigentlich die Aufgabe der Religion. Aber in den meisten Fällen hat sich die Religion verflacht und berührt nur noch die Ebene des Verstandes. Das war vielleicht schon vor 2000 Jahren der Fall, denn ich erinnere mich, dass Jesus mal sagte, als er zu den Priestern sprach, er sagte zu ihnen: Ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr selbst seid nicht hineingegangen und jetzt hindert ihr andere, hineinzugehen. Den Schlüssel der Erkenntnis bedeutet, Zugang zu bekommen zu dieser Dimension in sich. Und ihr alle, wenn ich mir das vertrauliche Ihr erlauben darf, ihr alle oder du, denn in Wirklichkeit spreche ich nur zu einem Menschen, seid alle hier, mit vielleicht sehr wenigen Ausnahmen, auf die ich vielleicht im Moment einen Moment zurückkomme, darauf zurückkomme. Ihr seid alle hier, weil diese tiefere Dimension in euch schon begonnen hat, zu erwachen und aufzusteigen. Es kann sein, und es ist wahrscheinlich, dass ein oder zwei oder drei oder vier oder zehn Personen hier noch nicht diesen Punkt erreicht haben und aus irgendeinem anderen Grunde hier sind, zum Beispiel geschickt von
von Ihrer Zeitung, schreibt mal einen Bericht über Eckhart Tolle. Das ist nicht ungewöhnlich. Und dann kommt jemand und sagt, ich verstehe überhaupt nicht, wovon er spricht. Er hat 2 Stunden, dann gehen Sie zurück zu Ihrer Zeitung und sprechen mit dem Chef, Redakteur. Er hat 2 Stunden gesprochen, aber wirklich, er hat eigentlich gar nichts gesagt. Und dann sagt der Chefredakteur, schreibt trotzdem einen Artikel, muss irgendetwas schreiben. Und dann kann es auch sein, dass 1 oder 2 Personen hier sind, weil ihr jemand, der ihr oder ihm nahesteht, ein Ehegatte, ein Freund, ein Verwandter, gesagt hat, du musst unbedingt Eckhart Tolle hören. Du brauchst es wirklich. Also vielleicht sind sogar mehr als 10 Personen hier. Und dann ist es möglich, dass einige von denen, die sozusagen gezwungenermaßen hier sind, eigentlich gar nicht kommen wollten, es kann geschehen, dass einige von denen plötzlich etwas in sich erkennen und dann plötzlich kommt der Moment, in dem sie sagen oder denken, ah, oder besser gesagt, das Denken hört einen Moment auf und plötzlich sagen sie, ah, jetzt weiß ich, wovon er spricht. Oder es könnte sein, dass diese Personen, die hier fast gegen ihren Willen sind, immer unruhiger werden und es überhaupt nicht mehr aushalten können, hier zu sitzen und fangen an, das Bein fängt an, unregelmäßig sich zu bewegen. Und schließlich möchten sie wirklich davonlaufen. Und falls dies der Fall ist bei 1 oder 2 von euch, dann möchte ich euch Erlaubnis geben, den Saal zu verlassen. Wenn möglich, ohne zornige Zwischenrufe. Aber diese Bemerkung soll auch bitte niemanden dazu veranlassen, nicht zur Toilette zu gehen, falls es unbedingt nötig ist. Gut. Also das einzige Thema heute Nachmittag ist die tiefere Dimension in sich zu erkennen oder zu vertiefen, da die meisten von euch ja sie schon erkannt haben, denn das ist es, was euch hierher gebracht hat. Man könnte es also so sagen, der Mensch hat 2, das ist nur mal vorübergehend so gesagt, ein Wegweiser. Der Mensch hat 2 Ich. Ein oberflächliches Ich und ein tieferes Ich. Die meisten Menschen kennen sich nur als das oberflächliche Ich, haben aber noch nicht das tiefere Ich in sich erkannt. Das oberflächliche Ich könnten wir das Ego nennen. Das Ego ist die Identifikation mit dem Denken und mit einem gedanklichen Konzept, auf Konzepten beruhendes Bild, das man sich macht von sich selbst. Und ein wichtiger Teil davon ist die eigene Vergangenheit, an die man denkt, was man erlitten hat,
die Beziehungen, die man gehabt hat, was man gelernt hat, wer man ist in Relation zu der Welt, in der man lebt. Langsam bildet sich ein Konzept von dem, was ich bin. Und das ist das oberflächliche Ich, das historische Ich, das Ich, das nie für lange Zeit, immer nur für ganz kurze Zeit befriedigt ist. Das Ich, wo immer im Unterschwelligen eine gewisse Unzufriedenheit herrscht, ein gewisses noch nicht angekommen sein, ein starker Drang zur Zukunft hin, der nächste Moment, wo der größere Erfüllung verspricht als der jetzige Moment. Ob der nächste Moment ist das Ende der Verkehrsstauung oder die Beförderung im Urlaub oder die Person finden, die mich glücklich machen wird oder endlich pensioniert zu werden, was es auch sei, es ist im Großen und im Kleinen oft immer der nächste Moment oder der danach kommt oder danach kommt, der unbewusst als wichtiger betrachtet wird, unbewusst, die Menschen leben unbewusst, der unbewusst, und das ist das Ego, es, so funktioniert es, unbewusst immer wird der jetzige Moment als wünschenswerter betrachtet, als der nächste Moment als der jetzige Moment. Der jetzige ist nur eine Stufe zu dem nächsten Moment. Und das ist ein Fehlverhalten, das ist ein Symptom des Ego. Und dieses Fehlverhalten schafft sehr viel Unglück. Vollkommen, wenn man es wirklich erkannt hat, vollkommen unnötiges Leid, das sich der Mensch selbst erschafft durch dieses unbewusste Fehlverhalten. Ich schlage vor, dass jeder von euch das vollzieht im täglichen Leben, was ich jetzt sagen werde. 90% oder 95% des jedes Zustandes des Unglücklichseins, um es mal so auszudrücken, und das enthält alle möglichen Zustände, was wir ein Fehlverhalten nennen könnten. 90-95% des Unglücklichseins, des Leids, das der Mensch erleidet, ist in Wirklichkeit selbst geschaffen. Das ist, wenn man genau hinschaut, und das ist auch in noch extremeren Fällen der Fall, sprechen wir aber im Moment nur über das normale tägliche Leben in unserem Zivilisationskreis. Das normale tägliche Leben, der Zustand der Unzufriedenheit, wenn man irritiert ist mit Dingen über andere Menschen, man beklagt sich. Es gibt unzählige Zustände der Unzufriedenheit und des Unglücklichseins. Ich schlage vor, bei der einfachsten Situation, wo man, sagen wir, leicht irritiert wird, und das kann sich dann natürlich auch vergrößern, sich zu fragen, sagen wir, ich stehe am Schalter am Flughafen, gerade wurde gesagt, der Flug ist annulliert und da sind 30 Menschen vor mir alle. Was machen wir jetzt? Und plötzlich merkt man, wie das, vorher war man zufrieden, relativ. Der Flug wird pünktlich sein, ich werde pünktlich ankommen, alles wird in Ordnung sein. Aber im täglichen Leben geht es nie lange so, wo alles in Ordnung ist. Selbst in Deutschland oder in der Schweiz, wo man sagt, da ist doch alles so, alles ist doch so geordnet. Und um wirklich zu erfahren, wie die Welt sein kann, wenn sie nicht geordnet ist, muss man nach Indien gehen. Und da kann man erfahren, wie wunderbar es ist, wenn die Dinge nicht so geordnet sind. Oder wie schrecklich es sein kann, je nachdem, wie die Einstellung dazu ist. Aber gehen wir zurück nach Deutschland. Etwas geht schief und plötzlich wird man
unruhig und irritiert und Emotionen steigen auf, was es auch sei, Angst oder Stress, viele Arten von Stress gibt es. Und dann sagt man dies oder das, ich werde nie mehr mit dieser Fluggesellschaft, die sind immer streikend, alle paar Wochen streiken die. Ich glaube, das kann auch hier vorkommen. Und man wird, es ist ein Unglücklich, in ganz kleinem Maße. Aber wenn man die Mechanik, das mechanische Verhalten, das sich dahinter verbirgt, das mechanische geistige Verhalten, das sich dahinter verbirgt, dann sieht man, dass es auf gleiche Weise funktioniert, im Kleinen wie auch im Großen. Beobachten wir es also weiter im Kleinen. Wenn der Mensch sich jetzt fragt, der plötzlich sich bewusst geworden ist, dass er in einem Zustand ist, der nicht angenehm ist, wenn er sich fragt, ist dieser Zustand, den ich mich finde, verursacht durch die Situation, in der ich mich befinde, oder durch das, was meine Gedanken mir darüber sagen, die Geschichte, die mein Kopf darüber erzählt, über diese Situation, die Interpretation, die gedankliche Interpretation der Situation, in der ich mich befinde, und die gedankliche Interpretation sagt, dass dieser Moment schrecklich ist. Ich will nicht hier sein, ich muss woanders sein. Und alle diese Gedanken erzeugen dieses Gefühl des Unglücklichseins, um es mal so auszudrücken. Und dann, wenn man plötzlich erkennt, ist es die Situation, die mich in diesen Zustand versetzt, oder ist es meine gedankliche Interpretation dieser Situation, dann wird man erkennen, dass in 90% der Fälle es meine gedankliche Interpretation, was ich mir selbst erzähle über diese Situation. Und das ist nicht nur der Fall, wenn man in der Schlange steht, dass ich habe mit Absicht ein ganz unbedeutendes Beispiel herausgesucht. Es kann aber auch sein, das ganze Leben, der Mensch hat eine gewisse gedankliche Einstellung zu meinem Leben, mein Leben. Und er denkt darüber nach, über mein Leben. Und viele Menschen, wenn sie beginnen, nicht nur beginnen, weil sie immer schon darüber über mein Leben nachdenken, werden unglücklich. Die Geschichte, die sie sich gedanklich erzählen über mein Leben, ist eine Quelle des Unglücklichseins. Aber man glaubt so sehr an diese Geschichte, die ich mir erzähle. Es ist eine Interpretation von Dingen, die geschehen sind über die Jahre. Und ich nenne das mein Leben. Diese Geschichte, die ich mir erzähle, die ich in meinem Kopf wiederhole, die ich, sobald sich eine Möglichkeit ergibt, anderen Leuten auch erzähle, wie schrecklich es war, was er mir angetan hat, oder was da schon furchtbar war. Oh, mein Leben, das war auch so, so furchtbar, wer hätte das gedacht? Das hätte ich mir wirklich auch anders vorgestellt. Oh. Und man trägt mit sich eine schreckliche Last und man glaubt, das ist die Realität. Der Mensch glaubt, die Geschichte, die er sich formuliert hat über Jahre hindurch, ist die Realität meines Lebens. Und die Realität ist unangenehm. Die Realität bringt mir Leid. Aber ich will mich nicht davon trennen, denn das ist meine Das ist meine Identität. Was habe ich, wenn ich das nicht mehr habe? Auf jeden Fall weiß ich, wer ich bin, wenn ich mir diese Geschichte erzähle. Denn ich habe die gleiche Geschichte, erzähle ich schon seit 20 Jahren. Man erkennt nicht, ich habe also die zwei Beispiele, da ist einerseits die Situation, in der man in einer Schlange steht und plötzlich wird man unzufrieden und unruhig und gestresst. Ich glaube, in Hamburg spricht man das ST anders aus. Man wird gestresst und das ist die Situation. Und dann ist die andere Situation,
gibt. Die, eine andere größere Geschichte, die man im Kopf als eine Last mit sich herumträgt, eine Last, das ist die Persönlichkeit, die ich bin, die mir zur Last fällt, die eine Last ist, mit der ich herumtrage. Aber ich glaube, diese Last selbst zu sein, das ist ein schreckliches Fehlverhalten. Und ich glaube, das ist schon, was vor 2500 Jahren der Buddha erzählte, dass der Mensch sich selbst Leid schafft. Er sagt, dass das menschliche Leben ist voll von Leid. Und wohin du auch gehst, findest du Leid. Und das Leid ist natürlich zum großen Teil selbst erschaffen. Wie aber sehen die Extremsituationen aus? Ich bekomme oft Korrespondenzbriefe von Menschen, die sich in Extremsituationen befinden. Und zum Beispiel eine Krankheit, wo man weiß, man hat nicht mehr lange zu leben, oder eine Extremsituation im Gefängnis. Ich bekomme oft Briefe von Menschen, die im Gefängnis sind und schon jahrelang drin sind, in einigen Fällen wissen, dass sie wahrscheinlich nie mehr rauskommen werden. Und diese Menschen auch oft in noch stärkerem Maße als der Mensch, der nur mit normalen Situationen sich abzugeben hat. Diese Menschen, die in diesen Extremsituationen oder vielleicht würde die existenzialistischen Philosophen sagen würden, Grenzsituationen, der Mensch, der sich in diesen Grenzsituationen befindet, auch der, wenn der plötzlich erkennt, dass auch da die gleiche Mechanik des sich unglücklich Machens durch Gedanken auch noch zutrifft. Ich bekomme oft Briefe von diesen Gefangenen, die sagen, ich fühle mich jetzt frei, obwohl ich noch in der gleichen Zelle sitze und wahrscheinlich auch sitzen werde, denn ich habe aufgegeben, eine Geschichte im Kopf über mich zu erfinden und mir ständig zu erzählen. Denn ich habe bemerkt, dass wenn ich mir diese Geschichte über mich selbst im Kopf erzähle, dass ich da sehr viel leide. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mir diese Geschichte nicht mehr erzähle im Kopf, sondern ganz einfach mit meiner Aufmerksamkeit in diesem Moment bin, wenn ich atme, bewusst, wenn ich meinen inneren Körper spüre, wenn ich auf die Wände schaue, wenn ich mir bewusst werde der tieferen Dimension in mir selbst, des tieferen Ichs, dann fühle ich plötzlich einen inneren Frieden. Und selbst in diesen Extremsituationen, auch da trifft das Gleiche zu. Wenn man erkennt, dass der größte Teil des Leidens vom unbeobachteten Verstand, von dem unbeobachteten Gedankenfluss, von dem zwanghaften Gedankenfluss, mit dem der Mensch sich identifiziert, das heißt, jeder Gedanke nimmt von dir Besitz. Jeder Gedanke hat ein Selbst. Da ist ein Selbst im Gedanken, um mal buddhistisch zu sprechen. Jeder Gedanke hat ein Element von Identifizierung,
in sich, dass das Selbst, das fiktive Selbst, das der Mensch im Kopf sich schafft. Davon spricht der Buddha, als er erklärt, dass das Selbst, das der Mensch sich schafft, eine Fiktion ist, dass es eine Fiktion des Verstandes ist. Aber es ist der Fall, dass der Mensch muss viel, oft sehr viel leiden, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Oder in vielen Fällen ist es ein Zusammenkommen von Leiden und einer gewissen, plötzlich ein geistiges Buch zu lesen oder einem geistigen Lehrer zuzuhören. Und plötzlich erkennt man, mein ganzes Unglücklichsein ist eigentlich ganz unnötig. Denn die ganze Geschichte, die mich unglücklich macht, was ich nenne mein Leben, es mag ein oder zwei hier geben, wenn die über mein Leben nachdenken, sind ungeheuerlich glücklich. Das alles ging so wunderbar. Alles, die Schule war wunderbar, ich war so gerne in der Schule. Und dann habe ich die Person getroffen, die mich glücklich macht, und wir sind immer noch zusammen. Und dann habe ich einen wunderbaren Job gefunden. Und dann haben wir ein wunderbares Haus gekauft und jeder Tag so schön und Urlaub. Ich glaube, dieser Mensch, wenn er existiert, wäre nicht hier. Dieser Mensch wäre so verhaftet in der Oberfläche des Lebens, der würde irgendwo sitzen und ein Bier trinken oder irgendwo am Strand und und die Intensität des Bewusstseins würde immer geringer. Und dann vergehen noch ein paar Jahrzehnte oder zehn, und dann. Es war so schön alles. Der Mensch wächst nur, das Bewusstsein wächst nur durch Herausforderung. Bis zu einem gewissen, und das Leben fordert uns ständig heraus. Jeder Tag fordert uns heraus. Es gibt Situationen, die Herausforderungen kommen auf uns zu, auf zwei Weisen. Erst die Herausforderung durch unseren eigenes, das unbewusste Denken. Also für die meisten Menschen, die noch unbewusst leben, sind so identifiziert mit dem unbewussten Denken, die Stimme im Kopf nenne ich es manchmal, die immer weitergeht, die Geschichten erzählt und die andere Menschen immer sofort interpretiert und meistens nicht sehr gut. Und die sehr, sehr viel leichter negative Dinge sich erinnert als positive. Über einen Menschen, der mich gestern beleidigt hat, kann ich 3 Stunden lang nachdenken. Über einen schönen Sonnenuntergang, den ich gestern gesehen habe, kann ich nicht so viel sagen. Das heißt also, der Verstand haftet sich meistens zum großen Teil an negative Dinge. Oder wenn er sich an positive Dinge haftet, dann fühle ich mich, das war so schön damals, aber jetzt. Dieser Moment, dieser Urlaub, den wir schon 10 Jahren hatten, alles war so wunderbar, aber jetzt. Und was ist denn jetzt? Ich würde dem Menschen sagen, öffne deine Augen und deine Ohren in diesem Jetzt und erkenne, wie wunderbar auch dieses Jetzt ist. Hier, diesen Moment. Es kommt also ein Zeitpunkt, wo man aufwacht aus dem Fluss der Gedanken. Und das ist das Entscheidende an dem menschlichen Leben. Wenn man zu dem Zeitpunkt, plötzlich erkennt man in sich, dass ich bestehe nicht nur aus den gedanklichen Konzepten, die ständig in meinem Kopf herumgehen. Da ist etwas in mir, das tiefer ist. Aber das kann ich nur sehr schwer benennen. Es ist
ein Gefühl der Präsenz, der Gegenwärtigkeit. Da ist ein Bewusstsein in mir, das ich nicht bezweifeln kann. Die Geschichte, die ich mir erzähle, wer ich bin, ist nur eine Geschichte. Da sind historische Fakten drin eingebaut, ja, aber es ist eine Geschichte. Bin ich das oder ist etwas, was viel essentieller, viel wesenhafter ist als die Geschichte, die ich mir über mich erzähle oder die Geschichte, die ich über andere Menschen erzähle? Aber bleiben wir bei mir. Was ist dieses Wesenhaftere? Dieses Wesenhaftere, das wirkliche Wesen, das ich bin, das Sein. Es gibt im Englischen übrigens kein Wort für das deutsche Wort Mensch. Mensch bedeutet sowohl Frau als auch Mann. Aber die englische Sprache hat es nicht. Traditionell gebrauchte man das Wort Man im Plural und das sollte dann einschließen, Frauen gehören auch dazu. Man kann nur im Englischen sagen Human Being, das menschliche Sein, das menschliche Wesen. Und meine Interpretation von Human Being ist, Human ist das Menschliche, das ist das oberflächliche Ich. Das Being, das Sein, das Wesen, ist das tiefere, zeitlose Sein, das man in sich erkennen kann, nicht nur für einen Moment, sondern man kann in ständiger Verbundenheit mit dieser tieferen Dimension leben. Aber zunächst muss sie erkannt werden. Und das ist nicht, es ist sowohl leicht als auch nicht leicht. Je nachdem, von welchem Gesichtspunkt aus man es betrachtet. Bevor ich weiterspreche, einen Moment gehen wir mal, ich werde mehrere Male wieder darauf hinweisen, hier und jetzt. Ich sitze hier, natürlich, da ist eine Persönlichkeit, eine Person sitzt hier. Ich spreche mal ich für jeden, repräsentativ für jedes Ich, das hier sitzt. Normalerweise, wenn der Mensch Ich sagt, bezieht er sich auf das historische Ich. Ich und meine Geschichte. Aber jetzt ist da etwas, was tiefer ist in mir, in diesem Moment. Und wie finde ich es? Wer bin ich, wenn da ein tieferes Ich ist, das tiefer ist als das historische? Das ist eine Meditation, die einige der indischen Weisheitslehrer höchst empfehlen zu praktizieren, eine Meditation, und die werden wir jetzt hier machen, und man braucht nicht sich jetzt plötzlich so hinzusetzen, jetzt meditieren. Das wird eine natürliche Meditation, ohne irgendetwas Besonderes zu erfordern. Die Meditation dieser indischen Weisheitslehrer, zum Beispiel Ramana Maharshi, sagt, frage dich, wer bin ich? Und dann schließe die Augen oder schließe sie auch nicht. Warte, sieh, ob du, was das Ergebnis dieser Meditation ist. Man fragt sich also ab und zu, wer bin ich? Das scheint etwas sinnlos zu sein. Und wenn jemand von der Zeitung hier ist, der wird es vollkommen sinnlos finden. Wer bin ich? Dann kann man zwei Dinge machen. Man kann beginnen, darüber nachzudenken. Und sobald man beginnt, darüber nachzudenken, denkt man an seine historische Persönlichkeit. Ich und meine Geschichte, da ist es schon wieder. Wer bin ich? Ich bin Frau so und so und ich war zweimal verheiratet und meine Kinder wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Und jetzt lebe ich ganz allein, habe niemanden in meinem Leben mehr. Es ist so furchtbar. Das bin ich. Nein, das ist nicht die Antwort. Es bezieht sich auf ein tieferes Ich. Okay, fangen wir nochmal an. Wer bin ich?
um eine kleine Andeutung zu geben, eine kleine Hilfe. Die Antwort ist nicht zu finden in gedanklichen Konzepten oder in Worten. Wer bin ich? Ah. Ja, kurz bitte. Okay, danke. Vielleicht komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Danke. Es ist im Hintergrund meines Bewusstseins jetzt im Moment. Aber ich würde mich nicht so anhaften an dieses. Ich beantworte sie schnell jetzt. Die Seele oder das Bewusstsein ist das Essentielle am Menschen, das zeitlose Sein. Das im tiefsten, die tiefste Bedeutung von Seele ist das, wovon ich hier spreche. Ich gebrauche nur ein anderes Wort. Das ist die tiefste Bedeutung. Die Seele, in dem Sinne, obwohl ich das Wort selten gebrauche, ist das tiefste Sein in uns, das transzendente Bewusstsein in uns. Und das ist die tiefste Bedeutung von Seele. Also können wir auch hier von dem Wesenhaften in mir sprechen, ob ich es Seele nenne oder das unkonditionierte Bewusstsein. Es ist auch das, was mich verbindet mit dem, was tiefer geht als ich. Das geht in das tiefste Sein selbst, die Quelle des Seins. Ich bin mit der Quelle des Seins dadurch verbunden. Und in dem Sinne ist es Seele. Aber jetzt schlage ich vor, bitte nur weiter zuhören und erlauben, dass die Worte einsinken. Mehr nicht, man braucht sie gar nicht zu interpretieren. Wer bin ich? Die Antwort ist nicht in Worten oder Konzepten. Wenn man sich jetzt fragt, wer bin ich? Und ein Zustand der Aufmerksamkeit ist da, dieser Zustand der Aufmerksamkeit, wer bin ich? Keine Antwort, nur ein innerer Raum. Aber dieser innere Raum, da ist ein Bewusstsein da, eine Präsenz, eine Gegenwärtigkeit. Da ist ein Licht des Bewusstseins. In der Stille, die nach dieser Frage kommt, wer bin ich? Und plötzlich reißt der Fluss der Gedanken ab. Wer bin ich? Und man sitzt hier, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, man sitzt hier als das tiefere Bewusstsein selbst. Eine Stille ist plötzlich da, eine innere Stille. Und man kann weiterhin diesen Raum durch die Sinne wahrnehmen, hören, sehen, sich bewusst sein der Totalität dieses Raumes und gleichzeitig spürt man im Hintergrund dieses Licht des Bewusstseins, das keine bestimmte Form hat. Das ist das Einzige, was wir nicht bezweifeln können in unserem Leben. Die Philosophen haben oft davon gesprochen, besonders nach dem Mittelalter, während des Mittelalters gab es noch viele seltsame Vorstellungen. Und dann kamen die Philosophen mit Descartes und so weiter. Was gibt es etwas, was außer Zweifel steht? Und an meinem Leben, an mir, was? Denn dies könnte alles ein Traum sein. Niemand kann beweisen, dass, was wir jetzt hier wahrnehmen, dass du das nicht träumst. Es könnte sein, dass du träumst, dass ein Mann auf der Bühne sitzt und sagt, dass du vielleicht träumst. Und es könnte sein, dass es ein Traum ist. Aber um überhaupt zu träumen zu können, um dem Traum zu ermöglichen zu sein, muss ein Bewusstsein da sein, in dem der Traum erscheint.
Ohne das Bewusstsein, das dem Traum zugrunde liegt, kann kein Traum da sein. Ich muss hier sein als ein Bewusstsein, in dem diese, wenn es ein Traum ist, es bleibt also, ist gar nicht so wichtig, ob wir es Traum nennen oder Realität. Selbst wenn es Realität ist, ist es traumhaft. Das ist kein Zweifel daran, denn alles verfliegt so schnell wieder, so traumhaft. Selbst letztes Jahr, was war das? Morgen früh wachst du vielleicht auf und für einen Moment denkst du, habe ich das geträumt, dass Eckhart Tolle da gesprochen hat oder war es wirklich? Und der Unterschied ist gar nicht so groß. Also natürlich, alles verflieht so schnell, dass in meinem Alter spüre ich jetzt, wie alles so schnell wieder vergeht. Jede Situation löst sich so schnell wieder auf. Ja, die Realität hat etwas Traumhaftes. Aber da ist etwas, was immer dem zugrunde liegt. Und das ist, ich bin bewusst, oder besser gesagt, ich bin das Bewusstsein für das alles. Und dieses sich zu erkennen als Bewusstsein, im Moment möchte ich noch nicht darüber sprechen, ob das Bewusstsein erzeugt wird vom Gehirn. Die Wissenschaftler bis jetzt, die meisten würden sagen, das Bewusstsein ist ein Nebenprodukt von der Gehirntätigkeit. Es wird erzeugt von der Materie des Gehirns. Da gibt es einige Wissenschaftler, die das bezweifeln. Ich bezweifle es auch. Aber es ist das Bewusstsein, natürlich gibt es eine Verbindung zwischen dem menschlichen Bewusstsein und dem Gehirn. Es wäre lächerlich, das zu bestreiten. Natürlich gibt es eine Verbindung zwischen Gehirn. Wenn mir jetzt etwas auf den Kopf fällt, werde ich nicht weitersprechen können, wenn es... Und ist das dann der Beweis, Eckhart Tolle hat plötzlich aufgehört zu sprechen, weil ihm ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen ist? Das ist der Beweis, dass das Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird. Vielleicht nicht. Vielleicht wäre das genauso, als hätte man sagen, dass plötzlich ist ein Stein auf mein Radio gefallen und plötzlich hat es aufgehört zu spielen. Das ist ein Beweis, dass die Musik nur vom Radio erzeugt wurde. Okay. Sich selbst zu erkennen als Bewusstsein, oder um es noch seltsamer auszudrücken, bewusst werden, das klingt etwas seltsam, und besonders für die Leute, die einen Artikel darüber schreiben wollen. Ich kann mir bewusst werden, in diesem Moment mir bewusst werden meiner selbst, nicht als historische Person, das erfordert Gedanken, sondern Bewusstsein meiner selbst als das Bewusstsein selbst. Also in anderen Worten, ich kann bewusst werden, dass ich bewusst bin in diesem Moment. Das klingt sehr seltsam, aber ist gar nicht so schwierig. Man erkennt sein eigenes Sein, das tiefere Sein, das tiefer ist als die Persönlichkeit. Man erkennt es als eine lebendige Stille in sich, jetzt und hier. Aber um es zu erkennen in sich, muss für einen Moment der Strom der Gedanken, mit denen man sich bisher vollkommen identifizierte, dieser Fluss der ständigen Gedanken, der den Menschen an die Oberfläche des Seins fesselt, dieser Fluss der ständigen Gedanken muss und kann für einen Moment abreißen, unterbrochen werden.
Hier sind die Gedanken. Ich denke über meine Vergangenheit. Ich denke über meine Zukunft nach. Meine Vergangenheit und meine Zukunft. Und das ist mein Leben. Das hält mich an der Oberfläche des Seins. Und plötzlich kommt ein ein Moment des Nichtdenkens. Bin ich da plötzlich verschwunden? Bin ich bewusstlos geworden? Nein. Ich bin vollkommen bewusst, ohne etwas zu denken. Das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte der Spiritualität und so weiter. Die Essenz dessen, dieser ganzen Sache ist die Möglichkeit, in sich zu erkennen, dass man ohne Willensanstrengung, so geht es nicht, ich denke jetzt nicht. Und ich werde solange ich den Atem anhalte, kann ich nicht denken. Und natürlich, mein Körper muss auch sehr angestrengt dabei sein. Manche Menschen meditieren auf diese Weise. Das ist zum Beispiel ein Missverständnis von Zen. Die glauben, weil der Zen-Meister so furchtsam aussieht, so, dann glauben die, okay, es geht alles um Willensanstrengung. Das ist es nicht, nein. Ganz nur sich zu erlauben, dass der Gedankenfluss für einen Moment aufhört, ob es jetzt, man braucht gar nicht zu sagen, ob es jetzt 5 Sekunden sind, ob es 10 Sekunden sind, ist im Moment gleichgültig. Nur zu erkennen, dass es möglich ist, aufzuhören zu denken, ohne unter die Ebene des Denkens zu fallen. Denn das ist auch eine Möglichkeit, aufzuhören zu denken. Wenn ich zum Beispiel sehr müde werde heute Nacht, dann beginne ich, langsam aufzuhören zu denken, ich falle unter die Schwelle, die gedankliche Schwelle, wo man normalerweise während des Tages sich befindet. Dann wird der Mensch langsam, bewegt sich hin zum Unbewussten. Ich erinnere mich nicht mehr an mein schreckliches Leben. Es fühlt sich so gut an, plötzlich nicht mehr zu erinnern, wer ich bin. Das ist, man fällt unter das Denken. Oder ein paar alkoholische Getränke können auch die gleiche Wirkung haben, dass man unter das Denken fällt und das fühlt sich zunächst sehr gut an. Nach 2 Whiskys fühlt der Mensch sich schon etwas besser. Er denkt nicht mehr so viel. Es gibt auch andere Menschen, die dadurch noch zorniger werden. Das ist eine andere Geschichte. Man fühlt sich etwa, man fängt an zu singen. Ach, wie schön das Leben ist. Ich fühle mich lebendiger. Ich brauche noch einen 3. Whisky. Okay, das fühlt sich noch besser an. Und noch einen. Und dann, bevor man es weiß, ist man vollkommen unter das Denken gefallen. Aber für einen Moment hat man die Problemlosigkeit in sich erkannt, wenn man die Denkstufe verlässt. Aber das ist nicht das menschliche, die menschliche Entwicklung geht, kann nicht zurückgehen in diese Richtung. Wir können nicht zurück, wir können, aber es ist nicht unser Schicksal, unsere Vorherbestimmung, zurückzufallen unter das Denken. Wo sich die Natur auch befindet, die problemlose Lebendigkeit der Natur. Ich nehme mal an, das ist eine echte Blume. Ja, die Problemlosigkeit und die Schönheit, die Lebendigkeit, diese Blume hat keine Probleme, weil sie noch nicht denkt. Selbst der Hund hat in Wirklichkeit noch kein Problem. Der Hund ist bewusst, natürlich hat er ein Bewusstsein, aber er hat noch nicht die Schwelle des Denkens, des konzeptuellen Denkens erreicht. Der Hund hat kein Bild von sich selbst, das bin ich, erzählt sich keine Geschichte, wie schrecklich es war in den letzten Jahren. Er trägt nicht die Last der Persönlichkeit mit sich herum, und aus diesem Grunde wedelt der Schwanz so oft.
Und aus diesem Grunde hat der Hund Zugang zur Freude des Seins, weil er nicht abgetrennt wird von der Verbindung mit dem Sein durch übermäßiges Denken, durch Denken, dass eine Identität plötzlich entsteht durch das ständige Denken. Und deshalb ist es so befreiend für den Menschen, der im Denken gefangen ist, ist es so befreiend, in die Natur zu gehen. Für einige Menschen ist das, den einen Moment befreit mich die Natur vom zwanghaften Denken. Nicht für alle Menschen. Manchmal beobachte ich, wenn ich im Wald spazieren gehe, beobachte ich Menschen, die selbst im Wald kaum etwas sehen. Und sie gehen vielleicht mit ihrem Freund oder einem Bekannten und sprechen. Und dann hat er mir gesagt, und dann, oh, da ist ein schöner Baum. Und dann sagt er plötzlich, oh, guck mal da. Und dann, und erzählen die Geschichten, sind wirklich nicht da. Aber selbst da, einige Menschen werden auch in der Natur nicht befreit vom Denken. Aber für andere ist das eine kurze Möglichkeit, ein bisschen befreit zu werden vom Denken. Aber sie wissen das nicht mal. Sie wissen gar nicht, dass sie sich wohler fühlen in der Natur. Sie glauben, ich fühle mich wohler in der Natur. Aber warum? Wenn sie sich genauer beobachten könnten, würden sie erkennen, dass dort kleine Momente entstehen, wo sie bewusst sind, aber nicht denken. Und wenn dieser Moment entsteht, wo der Mensch bewusst ist, aber nicht denkt, dann hat er Zugang zu der tieferen Dimension des Seins. Und aus dieser tieferen Dimension des Seins quellt heraus die Freude, wie schon wunderbar ausgedrückt in dem Gedicht von Schiller, das Beethoven benutzt hat, die Freude des Seins. Freude wird bezeichnet in dem Sinne als etwas Göttliches. Freude, Götterfunken. Die Freude des Seins steigt plötzlich auf und man fühlt, und der Mensch weiß gar nicht den Grund, weil die Natur mich für einen Moment von mir selbst befreit hat. Dieses auf gedanklichen Konzepten beruhende Selbst. Die Natur kann mich zeitweise befreien von mir selbst. Und das zieht den Menschen hin in die Natur. Er fühlt sich dann regeneriert. Und dann geht er zurück in den Alltag und plötzlich fängt es wieder an. Und der Mensch weiß nicht, dass es möglich ist, auch im Alltag so zu leben, dass man in Verbindung mit der tieferen Dimension bleibt. Und dann ist für andere Menschen ist eine kleine Befreiung in ihrem Haustier, Hund oder Katze. Denn der Hund oder Katze, wie ich schon sagte, lebt, obwohl bewusst, unterhalb des Denkens. Er hat noch kein Konzept von sich selbst. Er hat kein Selbstbild, keine Geschichte, die er sich erzählt. Er ist mit dem Sein stärker verbunden. Und wenn ich mit den Hund streichle oder auch nur in die Augen des, sagen wir mal Hund, oder auch nur in die Augen des Hundes schaue, dann ist für einen Moment bin ich von mir selbst befreit. Für 3-4 Sekunden schaue ich in die Augen des Hundes und ich sehe, der Hund beurteilt mich nicht. Er hat kein Konzept. Er schaut mich nur an und er freut sich, dass ich ihn anschaue. Und er fühlt das Sein in sich selbst und deshalb wedelt er mit dem Schwanz. Es ist so schön zu sein, würde er sagen, wenn er denken oder sprechen könnte. Und der Mensch hat das verloren, der sogenannte Zivilisationsmensch. Das Gleiche trifft zu auf entfernte Kulturen, wo sich das Denken noch nicht stark entwickelt hat. Diese Menschen leben noch, obwohl nicht mehr so viele übrig bleiben auf dem Planeten jetzt, aber in diesen alten Kulturen, wo das Denken sich noch nicht so stark entwickelt hat, da sind die Menschen
fröhlicher, sie leben unproblematisch. Aber wir können nicht zurückfallen auf diese Ebene. Wir müssen, und das ist das Wichtige jetzt, wir sind bestimmt dazu, denn die Evolution des Universums geht in die Richtung größeren Bewusstseins. Das Universum wird bewusster. Es entwickelt auf der Erde selbst. Wenn wir gehen Millionen von Jahren zurück, da war das Leben noch nicht so differenziert auf dem Planeten. Langsam wird es differenzierter. Die Lebensformen entwickeln sich weiter. Das Bewusstsein fließt ein in dieses Universum. Das transzendente Bewusstsein, das wir Gott nennen könnte, oder das Licht des Bewusstseins, ist das Licht der Quelle alles Seins. Das Licht des Bewusstseins in mir, in dir. Dieses Licht des Bewusstseins, das du jetzt in dir erkennen kannst, direkt als die Basis alles Erkennens, nicht als ein Objekt, das im Bewusstsein entsteht, sondern als die Basis aller Erkenntnis, ist das, wer bin ich? Für einen Moment reißt das Denken ab und was übrig bleibt, ist das Bewusstsein selbst. Ah, oh. Und da ist plötzlich die Tiefe in mir und da kommt das Gefühl der Lebendigkeit, der Freude, könnte man sagen, nicht die emotionelle Freude, die Freude, die sagt, ich habe es geschafft. Okay, am nächsten Tag, sondern eine tiefere, die Freude des Seins selbst, die Verbundenheit mit etwas, mit einer Tiefe, sodass man keine Angst mehr hat. Denn wenn man nur an der Oberfläche lebt, muss man Angst haben. Wenn man nicht die Tiefe in sich erkannt hat, muss man Angst haben. So, also, und das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, die Möglichkeit, in sich zu erkennen, aufhören zu denken für kleine Momente, damit man diesen inneren Raum in sich schafft. Der braucht nicht lange zu dauern, ein paar Sekunden. Den inneren Raum in sich erkennen, besser gesagt als schaffen, den inneren Raum in sich erkennen als die Tiefe meines Seins selbst. Ich könnte es Seele nennen, es sind nur, jedes Wort ist nur ein Wegweiser, das Wort ist es nicht. Oder wie der Buddhismus, Buddha sagte, der Finger, der zum Mond zeigt, ist nicht der Mond. Obwohl der Hund wahrscheinlich glaubt, wenn man auf den Hund sagt, geh dahin, die meisten Hunde schauen auf den Finger und nur ganz wenige Hunde können sehen, oh, er meint da. Aber die meisten Menschen sind so verhaftet an Konzepte und Worte, die glauben, das sei wichtig, welches Wort man gebraucht. Buddha spricht auf eine Weise darüber, Jesus spricht auf eine andere Weise darüber, Lao Tse spricht auf eine andere Weise. Alle jedoch deuten hin auf die gleiche Dimension im Menschen. Das Wichtigste also, die wichtigste spirituelle Praxis sozusagen, obwohl nach einiger Zeit ist es nicht mehr eine Praxis, sondern eine natürliche Weise zu leben, die wichtigste spirituelle Praxis ist, in sich diesen Raum des Nichtdenkens zu erkennen und zu willkommen zu heißen. Und ich werde jetzt gleich darüber sprechen, verschiedene Weisen, auf welche man diesen Raum in sich immer wieder erkennen kann, auch in alltäglichen Situationen des Lebens. Das Wichtigste ist, die spirituelle Praxis in den alltäglichen Situationen, dieses Spirituelle einzubauen in jede Lebenssituation, anstatt nur, Meditation ist etwas Wunderbares, wer meditiert eine Stunde pro Tag oder was es auch sei, 20 Minuten, es ist wunderbar. Aber es ist kein Ersatz für
das ständige, das Bewusstsein im täglichen Leben. Ich werde gleich also darauf zurückkommen, wie man diese Dimension aufrecht erhält in sich im täglichen Leben. Aber zunächst mal nochmal zurückkommen darauf, jetzt, hier und jetzt, die gleiche Frage wieder: Wer bin ich? Und wenn da eine gedankliche Antwort ist, ist nicht richtig. Jede Antwort, wenn man sich, ist falsch. Jede Antwort ist falsch. Wer bin ich? Nach diesen Worten kommt ein Raum. Und diese Frage kann bewirken, dass die Aufmerksamkeit in sich sich erhöht. Und das geht, das ist wie zum Beispiel, wenn da irgendein Geräusch, ein entferntes Geräusch ist, das man nicht sofort hört, es sei denn, man ist sehr aufmerksam. Das ist ein entferntes Geräusch. Und wie muss man dann der innere Zustand sein? Man horcht hin, man ist aufmerksam und das ist das Bewusstsein erhöht sich. Wer bin ich? Die gleiche Aufmerksamkeit kann entstehen. Man sucht nach sich selbst ohne Worte. Und plötzlich erkennt man, das, was sucht, das bin ich. Das Bewusstsein, das plötzlich entsteht, das bin ich. Das ist das Ende von der Dualität, das Ende davon, eine Beziehung mit sich selbst zu haben. Das ist interessant, eine Beziehung, der Mensch, der normale Mensch, der im Ego lebt. Das Ego ist nicht nur ein Ding, es sind mehrere, besteht aus mehreren Elementen. Die meisten Menschen haben eine Beziehung mit sich selbst. Die Frau, die sich beklagt, der Mann, der sich beklagt über mein Leben, der hat eine Beziehung zwischen ich und mein Leben. Und ich bin unglücklich über mein Leben. Das ist mein Leben. Das bin ich. Ich habe eine Beziehung zu mir selbst. Seltsam, der Hund hat das nicht. Der Hund ist er selbst oder sie selbst. Der Hund liebt sich nicht und hasst sich nicht. Er ist. Die meisten Menschen haben eine etwas problematische Beziehung mit sich selbst. Ist zum Teil, manchmal sind sie zufrieden und lieben sich. Oder es gibt andere Menschen, die sich sehr hassen. Das ist schrecklich. Eine schreckliche Qual, durchs Leben zu gehen und immer unzufrieden sein. Wie schrecklich. Das ist eine Fiktion. Eine Beziehung mit sich selbst und ein wunderbares Ding ist zu erkennen, zum Beispiel, dass ich eine schlechte Beziehung mit mir selbst habe. Und dann kann man als einen nächsten Schritt sagen, ich akzeptiere mich, wie ich bin und ich habe mich gern. Das ist ein Mittel, eine kleine Brücke, ein Mittel, besser als sich hassen ist sich lieben, viel besser. Man beginnt, indem man kleine Zettel schreibt und auf das Badezimmer, Spiegel im Badezimmer klebt und sagt, ich liebe mich. Und dann, wenn man in den Spiegel schaut, oh ja, ich hatte es vergessen. Ja. Und dann wieder, und gut, es ist schön, aber man hat immer noch eine Beziehung mit sich selbst. Da ist immer noch ein Ich und dann habe ich das, was ich liebe, das bin ich. Das sind zwei, immer noch zwei. Und wird noch bestärkt durch dieses Zwei-Sein,
manchmal auch drei, da kann noch ein dritter sein oder vierter. Es gibt Subpersonalitäten, die nur in gewissen Situationen auftreten. Aber da kann man lange drüber sprechen, aber das ist nicht nötig. Diese Beziehung mit sich selbst besteht schon mit dem Mythos von Narzissus, der in der griechischen Mythologie schaute in einen Teich, das Wasser war ganz still, und als er in den Teich schaute, sah er sich selbst. Denn es gab keine Spiegel und natürlich gab es auch noch keine Selfies. Das ist im Grunde das Gleiche. Das ist die früheste Version des Selfies. Also schon vorhergesagt in der griechischen Mythologie. Und er sah sich selbst. Vielleicht wusste er gar nicht, dass er es selbst war. Auf jeden Fall, die mythologische Geschichte sagt, dass er sich in sich selbst verliebte. Denn er war so schön. Oh. Und dann musste er immer wieder zu dem Teich gehen und sich anschauen. Oh. Heutzutage ist es leichter. Aber diese Geschichte zeigt, wo plötzlich diese Spaltung entstand in der Psyche des Menschen. Die Spaltung, indem er plötzlich von sich ein Bild hatte. Und da war er. Und das musste geschehen. Es war die Evolution des menschlichen Bewusstseins, geschah auf der. Das war der Anfang des Ego. Der Anfang eines fiktiven Selbstbildes, das man hat. Ich glaube, er hat dann Selbstmord begangen, denn er wurde so unglücklich. Oh, da steckt auch eine Lehre hinter. In der mythologischen Geschichte, von welcher es mehrere Versionen gibt, aber in der Hauptversion dieser Geschichte begeht er Selbstmord. Mythologie hat manchmal tiefe Weisheit. Da wird schon auf etwas hingedeutet, was noch Jahrtausende später kommen sollte. Und wir sind jetzt da, und das ist die Verzweiflung und der Irrsinn, der den Menschen überkommt, wenn er eine fortgeschrittene Stufe dieses Ego selbst erreicht, wie schwer das Leben dann wird, wie viel Leid der Mensch sich dann schafft, unnötig, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf kollektiver Ebene, denn das Ego funktioniert auch auf kollektiver Ebene. Und wir sehen, wie viel Leid sich der Mensch geschaffen hat im 20. Jahrhundert. Die ersten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts waren eine Hölle für Millionen, Millionen von Menschen. Selbst geschaffen, keine Naturkatastrophe, nein. Über 120 Millionen oder niemand weiß die genaue Zahl, Menschen wurden von ihren Mitmenschen getötet. 150 Millionen oder mehr getötet von ihren Mitmenschen, nur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das sind die extremen kollektiven Manifestationen des Egos, des Ego, des kollektiven Egos. Und da dieses Ego hat jetzt die Stufe erreicht, wo wenn es nicht jetzt transzendiert wird im menschlichen Bewusstsein, dann würde das zu einem Zusammenbruch nicht nur der Zivilisation, alle Zivilisationen haben eine gewisse Lebensdauer, aber das könnte sogar das Ende des Menschen bedeuten auf diesem,
Aber das wird wahrscheinlich nicht geschehen, weil wir hier sind heute Nachmittag. Es ist mehr als nur ein paar Menschen, die hier sitzen und zuhören. Der größere Zusammenhang, in dem wir hier sprechen, ist die Evolution des menschlichen Bewusstseins. Und das ist der größere Zusammenhang, in dem wir hier sprechen. Wir kommen also zurück auf die Essenz, und das ist, in sich die Möglichkeit zu erkennen, nicht ständig denken zu müssen, sondern alltäglich im normalen Alltag immer wieder Momente zu finden, in denen man in sich den inneren Raum des reinen Bewusstseins spürt. Man hat sich dann über die Ebene des Denkens erhoben. Dass man kann denken, etwas später beginnt man wieder zu denken, nach dieser kurzen Pause. Aber jedes Mal, wenn man wieder beginnt zu denken, sagen wir nach 20 Sekunden des inneren Raumes, welches Aufmerksamkeit erfordert, man muss aufmerksam, wachsam sein, um sich vom zwanghaften Denken befreien zu können, muss man sehr wachsam sein. Das geht wachsam, aufmerksam. Ich glaube, wachsam ist wahrscheinlich das beste deutsche Wort. Sehr wach, man muss sehr wach sein. Und dann, wenn man dann wieder beginnt zu denken, dann normalerweise ist das Denken plötzlich erfrischer. Da hat man plötzlich eine neue Einsicht in etwas. Plötzlich sieht man die Lösung für etwas. Plötzlich kommt eine neue kreative Inspiration. Die kann aber nur kommen, die kann nie kommen, die Inspiration, das Intuitive, die Erkenntnis von etwas, weil jenseits aller verstandesmäßigen Analytik, das kann nur kommen, die Frische, die Kreativität kann nur kommen, wenn man diesen Raum in sich findet. Und die großen, die Menschen, die sehr kreativ waren, auf welchem Gebiet auch immer, hatten auf dem Gebiet ihrer Kreativität, vielleicht nicht im Rest ihres Lebens, aber auf dem Gebiet ihrer Kreativität hatten sie Zugang zu dieser Dimension in sich. Denn daher kommt das, alles das, was so wunderbar scheint, dass man sagen könnte, wie kann ein Mensch so ein großes Kunstwerk schaffen? Und wie kann ein Mensch diese Musik, wie kann ein Mensch zu dieser tiefen Einsicht kommen, wissenschaftlich? Albert Einstein, er war ein großer Denker, er hat gedacht und gedacht und gedacht, aber der große Sprung kam in einem Moment des Nichtdenkens. Und er hat in sich immer wieder, ich nehme ihn nur als ein Beispiel, zu sagen, dass selbst in der Wissenschaft, obwohl Wissenschaft auf analytischem Denken beruht, selbst da der Durchbruch zu einer revolutionären, neuen Erkenntnis, kann auch da, selbst in der Wissenschaft, nur da kommen, wo für einen Moment der Fluss der Gedanken abreißt, ohne dass der Mensch das Bewusstsein verliert, sondern das Bewusstsein vertieft sich.
Einstein hatte das naturgemäßig. Er brauchte es nie zu praktizieren. Er hat schon als Kind, wie ich in seiner Biografie las, als Kind hatte er schon so oft diese Zustände des Nichtdenkens, dass seine Eltern glaubten, er sei geistig zurückgeblieben. Und sein Kindermädchen auch sagte, da stimmt etwas nicht mit ihm. Die Antwort kam nie sofort. Das ist der Fall bei vielen Kindern, die natürlichen Zugang zu dieser Dimension haben. Und es kommen jetzt mehr Kinder in diese Welt übrigens, die schon natürlichen Zugang in sich zu dieser Dimension, die gar keine spirituelle Praxis mehr brauchen, die kommen. Und diese Kinder die passen aber nicht in die Schablone unseres Erziehungssystems. Denn die Schablone unseres Erziehungssystems, sie stellt eine Frage und will dann sofort die Antwort. Der Lehrer stellt, wie ist das und das? Ah, ich weiß, ich weiß. Und das sind dann die besten Kinder. Ich weiß. Und aber die anderen, der Lehrer die Frage stellt und dann ist der kleine Albert Einstein, denn er muss die Frage erstmal in sich hineinsinken lassen. Und wenn seine Antwort kommt, ein paar Minuten später, ist der Lehrer schon ganz woanders, sagt Einstein, schlechte Note, ungenügend. Denn es beruht alles auf Oberflächliches, was mit den IQ-Tests gemessen wird, ist die Fähigkeit der Analytik. Aber nicht man kann nicht die Tiefe dadurch messen. Das Wichtigste also, Momente des reinen Bewusstseins, auch wenn es nur 10 Sekunden sind. Und jetzt wollen wir mal sehen, man muss erstmal erkannt haben, und das ist noch durch den Verstand zum Teil, wie wichtig das ist im Leben. Denn da alles, nicht nur um kreativ zu sein im Leben, sondern damit das Identitätsgefühl nicht mehr bezogen wird aus den Gedanken. Woher kommt das Selbstgefühl? Was ist das Fundament meiner Identität? Ist es die Geschichte, die ich mir erzähle, oder kommt es aus einer tieferen Ebene? Und das ist diese tiefere Ebene, gibt dir dann langsam, steht dann der Wechsel zwischen Identität, das beruht auf meiner Geschichte und meiner Persönlichkeit, oder Identität, die beruht auf meiner Gegenwärtigkeit, die Präsenz des Seins selbst, des Bewusstseins. Ich bin das Bewusstsein hauptsächlich. So würde die kleine Welle sprechen auf der Oberfläche des Ozeans, die für lange Zeit unglücklich war, weil sie nur auf der Oberfläche des Ozeans lebte und alle anderen Wellen ansah und sich verglich mit all den anderen kleinen Wellen auf dem Ozean. Und dachte, oh, ich bin immer noch nicht gut genug, ich muss noch größer werden, ich muss noch das hinzufügen und das. Und dann immer noch Angst. Und plötzlich merkt diese kleine Welle, da ist viel mehr hier noch als plötzlich merkt die Welle, dass sie verbunden ist mit einem tieferen Sein. Aber nur, weil sie einen Moment aufhört zu denken. Das ist eine Analogie. Nur, weil sie einen Moment aufhört zu denken. Plötzlich, nur das Denken hielt die Welle immer an der Oberfläche des Seins. Und plötzlich, vorher war, denken, denken. Und jetzt kommt, was ist das? Ich bin ja der Ozean. Nicht nur eine Welle, ich bin auch der Ozean. Die Welle sagt nicht, ich bin überhaupt keine Welle.
Nein, die sagt, ich bin eine Welle, aber noch wichtiger, ich bin der Ozean selbst. Und dann spürt die Welle die Verbindung mit ihrer eigenen Tiefe. Und das ist der Ozean, der spricht, das ist die Tiefe des Seins. Daher kommt das Om. Das Om kommt aus der Tiefe des Seins. Ein ganz leichten Zugang, wenn man muss also die Entscheidung treffen im täglichen Leben, die Gelegenheiten benutzen, um herauszutreten aus dem Denken und sich zu erheben über das Denken, für kleine Momente zunächst. Und zum Beispiel kann das geschehen in jedem Moment, wenn man auf etwas wartet. Und diese Momente sind geschehen häufig. Man ist erstaunlich, wie oft man auf etwas wartet. Das beginnt von, man wartet, bis das Wasser kocht, um einen Tee zu machen. Man wartet auf den Fahrstuhl, bis er kommt. Man wartet auf den Autobus. Man wartet im Auto beim roten Licht. Jemand hat ausgerechnet, dass wenn jemand das Alter von 65 Jahren erreicht und sein ganzes Leben Auto gefahren ist, jeden Tag mit dem Auto gefahren ist, dass er, leider habe ich die genaue Zahl vergessen, er verbringt mehrere Monate seines Lebens an der roten Ampel insgesamt. Mehrere Monate des Lebens, wenn man es aneinander reiht, verbringt der Mann oder die Frau am roten Licht, wartend an der Ampel. Warum nicht benutzen jeden Moment, wenn man wartet auf etwas, um diesen Moment zu benutzen, um sich über die Gedanken zu erheben und einen Moment und in sich die Stille zu spüren, die untrennbar ist von dem Bewusstsein selbst, von der Stille des Seins. Aber immer wieder wird der Gedanken, die Gedanken sagen, im Moment habe ich zu viel Probleme, ich kann jetzt nicht still sein, auch nicht für 20 Sekunden. Oder ein englischer Ausdruck, ich habe zu viel auf meinem Teller, das heißt, ich habe zu viele Probleme, jetzt habe ich keine Zeit, vielleicht später. Und dann kommt immer wieder der Gedanke, jetzt nicht. Aber man darf diesem Gedanken keinen Glauben schenken. Das ist eine Lüge des Ego selbst, das nicht Raum haben will. Es will in Kontrolle bleiben. Man muss das nur erkennen, sagen, okay, ich mache es trotzdem. Das Erste, das Naheliegendste ist einmal bewusst ein- und auszuatmen. Während man am Fahrstuhl wartet, während man auf das Wasser wartet, bis es kocht, während man am Telefon wartet, bis jemand an dieser Gesellschaft, man ruft eine Versicherung an oder eine Telefongesellschaft und es, bitte bleiben Sie noch am Rad, wir schätzen Ihre Kundschaft sehr, aber im Moment ist niemand hier, der mit Ihnen sprechen kann. Oh. Warum nicht benutzen den Moment, um ein paar bewusste Atemzüge zu nehmen? Das schafft sofort inneren Raum. Das ist das Leichteste. Wir kommen gleich noch zu anderen. Was ist ein bewusstes Ein- und Ausatmen? Ein bewusster Atemzug. Bewusst bedeutet, meine Aufmerksamkeit ist im Atmen, richtet sich auf das Atmen. Ich atme ein, jetzt, hier und jetzt einatmen. Ein Moment, weder einatmen noch ausatmen. Es ist das Einatmen geht zu Ende, dann beginnt das Ausatmen.
Und am Ende des Ausatmens ist auch ein ganz kleiner Ruhepunkt. Und selbst ein einziges Ein- und Ausatmen bewusst schafft sofort den inneren Raum des Nichtdenkens. Denn das Seltsame ist, man kann sich nicht bewusst sein des eigenen Atems und gleichzeitig denken. Ganz einfach. Entweder man denkt oder man ist sich bewusst des eigenen Atems. Das kann jeder selbst ausprobieren, zum Beispiel jetzt. Wenn man wirklich beobachtet den Atem, fühlt den Atem, die Luft fließt in den Körper und die Luft fließt aus dem Körper. Und? Ah. Sofort hört das Denken auf. Oder man verliert das bewusste Atmen und man denkt wieder. Und das ist nur einer. Und das könnte genug sein, wenn der Fahrstuhl nur ein paar Sekunden dauert. Und dann öffnet sich die Tür und dann vielleicht kommt noch ein Moment, in dem man eintritt in den Fahrstuhl und dann geht er nach unten oder nach oben. Warum nicht wieder? Ein oder zwei bewusste Atem. Und deshalb schon der Buddha vor 2500 Jahren erkannte das als eine der wirksamsten Meditationsmethoden. Man kann es sowohl praktizieren, indem man formell meditiert, oder man kann es, wie ich es empfehle, im täglichen Leben gebrauchen, immer wieder ein paar bewusste Atemzüge. Man sagt, bitte komm, der Zustand der Gegenwärtigkeit, der inneren Stille. Und das ist nur eins. Das nächste ist, das kann man auch verbinden mit dem bewussten Atem, Aufmerksamkeit zu schenken der Sinneswahrnehmungen. Die Sinneswahrnehmungen, die wichtigste Sinneswahrnehmung für die meisten Menschen ist das Sehen, und dann kommt das Hören und dann kommen die anderen, Tasten, Fühlen, Riechen. Sprechen wir nur mal über Sehen und Hören. Aufmerksamkeit zu schenken dem, was man sieht oder hört, oder beides gleichzeitig, und so aufmerksam sein, so genau hinschauen, dass man nicht gedanklich benennt, was man sieht oder hört. Das auch schafft den inneren Raum, die innere Tiefe. Und ich würde empfehlen, zunächst zu beginnen mit natürlichen Dingen, nicht mit von Menschen gemachten Dingen. Denn von Menschen gemachte Dinge stimulieren das Denken. Aber wenn man seine Aufmerksamkeit, seine Sinneswahrnehmung richtet auf natürliche Dinge, stimuliert das Denken nicht. Deshalb etwas Wunderbares dafür ist, den Himmel anzuschauen durchs Fenster. Fast jeder hat Zugang zu einem Fenster, und hier nicht, aber das macht nichts. Wir haben innere Fenster hier. Fast jeder hat Zugang zu einem Fenster, und wenn man schaut aus dem Fenster, ich liebe es, aus dem Fenster schauen. Ich habe sogar Fotos, die ich mache, oft von Hotels, wo wir sind, immer wieder eine andere Sicht aus dem Fenster. Und immer wieder ist etwas Himmel dabei. Sagen wir, und schaut aus dem Fenster nur auf den Himmel. Oder wenn man draußen ist, ist der Himmel sowieso überall da. Für ein paar Sekunden. Und man schaut, und man schaut so schön und genau hin. Man braucht es nicht gedanklich zu benennen. Man erlaubt es zu sein. Man weiß genau, was man ansieht, aber man braucht nicht es zu interpretieren. Das ist eine neue Weise der Wahrnehmung. Das Ego glaubt, es muss immer sofort ein Urteil über alles haben. Besonders bei anderen, wenn man Menschen trifft. Das ist etwas schwieriger, nicht zu benennen, wenn man einen Menschen trifft. Aber das ist auch das Wunderbarste, einem Menschen zu begegnen
Und da ebenso wie man den Himmel anschaut, ohne ihn gedanklich zu benennen, einen Menschen anschauen, ohne ihn gedanklich zu benennen. Nur in seine Augen schauen, während er spricht, und das braucht der andere Mensch gar nicht zu merken. Es ist nicht, indem man plötzlich ihn anstarrt. Und man braucht nicht zu sagen, ich beurteile dich in diesem Moment nicht. Aber man kann einen Menschen, und ich tue das fast immer, wo ich auch bin, im Restaurant, im Hotel oder wo überall Menschen, das ist immer ein Moment, 2, 3 Sekunden des nur Anschauens und spüren das eigene Sein, das eigene Bewusstsein und spüren das Bewusstsein im anderen und spüren, dass wir beide haben das eine Bewusstsein manifestiert sich in mir, das eine Bewusstsein manifestiert sich in dir. Es gibt nicht 2 Bewusstseins, es gibt immer nur ein Bewusstsein und aus diesem Bewusstsein kommen alle Manifestationen des Lebens. Jeder Mensch ist die Manifestation dieses einen Bewusstseins und das kommt aus der Quelle des Seins. Das kann man nur erkennen in sich und im anderen, wenn für einen Moment das urteilende Bewusstsein, das Verstandesbewusstsein stoppt und plötzlich hat man den inneren Raum und man schaut. Aber mit Menschen zu praktizieren ist für einige noch zu schwierig. Das Schwierigste ist es, mit Menschen zu tun, mit denen man eine lange Vergangenheit hat. Deshalb sagte Ram Dass, wenn du glaubst, erleuchtet zu sein, verbringe eine Woche bei deinen Eltern. Also in so diesen Situationen urteilslos zu sein, und das ist das Schwierigste, nicht unmöglich. Und wenn es erreicht wird, ist es wunderbar. Dann kommt plötzlich die Liebe wieder, die vielleicht verdeckt war für Jahrzehnte, kann dann wiederkommen, wenn man durch die Persönlichkeit des anderen Menschen, die vielleicht sehr dicht ist, hindurchschaut, hindurchfühlt und dann das Sein des anderen fühlt. Egal, worüber er mal wieder spricht, es ist sowieso immer das Gleiche seit 30 Jahren und es macht nichts mehr. Und egal, ob man akzeptiert wird. Ich muss von meiner Mutter akzeptiert werden. Warum akzeptiert mich mein Vater nicht? Ich bin so unglücklich, weil sie mich nicht akzeptieren. Ist das so wichtig? Wenn du akzeptierst die Tatsache, dass dein Vater oder deine Mutter dich nicht akzeptieren, dann bist du schon da. Das ist es. Das heißt, und es hat nichts, es ist eine vom Ego erfundene Falschheit zu sagen, ich kann nicht glücklich sein, bis mein Vater oder meine Mutter mich vollkommen akzeptieren, so wie ich bin. Warum? Es ist nur, und der Mensch glaubt jedem dieser Gedanken, der plötzlich entsteht. Ich bin so unglücklich, es ist nur ein Gedanke. Akzeptiere du den Menschen so, wie er ist, den anderen, und plötzlich durch das Akzeptieren, durch nicht Widerstand leisten, auch dadurch eröffnet sich die tiefere Dimension in sich. Und das ist wieder ein Weg. So, wir haben das Atmen, wir haben das Betrachten, die sinnliche Wahrnehmung, ohne es zu benennen. Himmel, Blume, paar Sekunden, Baum, ein Hund, eine Katze, ein Vogel, wie er fliegt. Wenn er hochfliegt, kann man ihn vielleicht für 20 Sekunden sehen. Und man schaut so genau hin, dass man plötzlich, man wird still und man sieht, der Vogel fliegt. Oh. Oder wenn ein Vogel niedriger fliegt, sieht man nur ein paar Sekunden. Aber auch da kann man plötzlich bewusst beobachten. Und dann bemerkt man,
Jeder Moment hat zwei Dimensionen. Auch dieser, jeder. Zwei Dimensionen. Eine ist das, was gerade geschieht. Sagen wir, der Vogel fliegt. Was auch gerade wahrgenommen wird. Hier zum Beispiel ist es, hier sitzt ein Mann auf dem Stuhl, dahinter ist eine Leinwand oder wie es heißt. Und hier ist die Gesamtheit dieses Raumes. Das nimmt man wahr mit den Sinnen. Gut, das ist all. Und ist es möglich, diese Gesamtheit des Raumes hier und jetzt in diesem Moment wahrzunehmen, ohne es gedanklich zu benennen, nur wahrnehmen, aufmerksam genug sein, damit man es wahrnehmen kann, ohne es benennen zu müssen. Es gibt Situationen, wo man die Dinge benennen muss, das ist etwas anderes. Aber es gibt viele Situationen, wo das Benennen, das zwanghafte Benennen müssen durch Gedanken, die Situation reduziert auf etwas, was sehr eng ist. Man sieht nie die Dinge, wie sie sind, wenn man sie gedanklich benennt. Wenn man die Dinge immer zwanghaft gedanklich benennt, sieht man sie immer durch den Schleier seiner eigenen Vergangenheit, die Konditionierung des Verstandes durch die Vergangenheit, durch meine Umwelt, in der ich lebte. Das ist immer der Schleier. Man kann es nicht, man sieht niemanden und nichts, wie es ist. Wenn man es aber nicht benennt, plötzlich haben die Dinge eine Klarheit und sind Ausdrücke des reinen Seins. Und plötzlich ist alles so schön, nicht notwendigerweise ästhetisch, aber es hat alles, selbst ein sogenannter Gegenstand, ein toter Gegenstand, ist plötzlich gar nicht mehr tot. Man spürt selbst einen Tisch, selbst der Holzboden hier, der Teppich, es hat ein Sein, hat auch eine Spur von Lebendigkeit. Es ist nichts ist absolut tot, es gibt kein Nichts Totes, es gibt nur Leben. Selbst die Physiker würden bemüht übereinstimmen, denn sie sagen, was wir wahrnehmen als tote Objekte, ist in Wirklichkeit ein ungeheures Leben von Molekülen und Atomen, die sich in ständiger Bewegung befinden. Und dazwischen 90% oder mehr, 99% freier Raum. Und dann einige Moleküle, Atome, die ständig... Und wir sehen jetzt ein totes Objekt. Das ist überall Leben. Und das, wir spüren das dann, wenn wir es nicht immer zwanghaft benennen. Und das ist eine wunderbare, wunderbare Übung, dies zu tun mit... Bis wir dann es auch mit anderen Menschen praktizieren können. Und das ist dann verändern sich die Beziehungen zwischen Menschen. Wenn die Menschen in sich das Sein erkennen und erkennen, dass meine Essenz, das Bewusstsein und deine Essenz, das Bewusstsein, sind eins. Und das ist die Trennung, verschwindet dann zwischen den Menschen. Und nur, sehr wichtig, nur aus dieser Dimension der Tiefe entsteht, was man nennen könnte, die Liebe, nicht die Ego-Liebe, sondern etwas Tieferes, was im Neuen Testament Agape genannt wird, eine Empathie, ein Gefühl, den anderen in mir zu fühlen, zu spüren, das Wesen, das Sein des anderen in mir zu spüren und nicht den anderen zu reduzieren zu einem gedanklichen Objekt. Und dadurch entstehen die großen, die schrecklichen Dinge, die Menschen einander zufügen, entstehen, weil der Mensch einen anderen Menschen reduziert
zu einem gedanklichen Objekt und dann hat man einen kleinen, benennt ihn auf irgendeine Weise, was es auch sei. Man gibt ihm einen Namen, man gibt dem Menschen eine Benennung, man glaubt dann, diese Benennung, diese gedankliche Benennung ist die Identität dieses Menschen. Das ganze Menschsein des Menschen spürt man nicht mehr. Aber bevor man das einem anderen Menschen zufügt, hat man es schon sich selbst zugefügt. Denn man hat sich selbst schon zu einem gedanklichen Objekt gemacht. Vielleicht ein kollektives gedankliches Objekt. Wir sind die so und so. Politische Partei, Religion, ein Stamm, was es auch sei. Wir sind die und das sind die. Unsere Identität ist das und unsere Identität, je mehr wir andere zu Feinden machen, desto stärker spüren wir unsere eigene Identität. Also brauchen wir unsere Feinde. Und da sind sie. Wir müssen sie töten. Wir müssen unsere Feinde, sie sind die alle die Schlechten. Aus welchen Gründen weiß ich, weil sie nicht genau das glauben, woran wir glauben. Deshalb müssen wir sie töten. Okay, das scheint etwas sinnlos, aber im Grunde ist es oft der Fall. Im Mittelalter war es der Fall sehr, sehr häufig in ganz Europa. Und heutzutage ist es auch noch der Fall in gewissen Teilen der Welt. Nicht ungewöhnlich. Wenn man es aber so ausdrückt, sieht man, wie verrückt es ist. Sie glauben nicht an die Sachen, an die wir glauben, also sind sie nicht mehr richtige Menschen. Alles verfangen im Gedanken, das ist das Ego, seine Identität beziehen aus Gedanken. Der Mensch muss darüber hinausgehen, denn sonst es ist schrecklich, was er sonst anderen Menschen antut, sogar sich selbst antut. Also sehr wichtig die Wahrnehmung. Ich komme nochmal zurück auf diesen Moment hier. Die Gesamtheit dieses Raumes, wir können sie wahrnehmen durch unsere Sinne, ohne gedanklich sie benennen zu müssen. Wofür? Es ist schön hier, aber ich brauche es nicht mal gedanklich zu sagen. Ich kann nur es erkennen, sehen. Und jetzt müssen wir genau beobachten in uns, was da ist. Da ist erstens alles das, was die Sinne wahrnehmen. Wir hören hauptsächlich und wir sehen. Das ist alles zunächst alles das. Habe ich irgendetwas übersehen? Außer den Dingen, die Sinne wahrnehmen, ist da irgendetwas? Ach ja, ich habe für mich selbst vergessen. Ich habe vergessen, dass ich das Bewusstsein repräsentiere, in dem diese Wahrnehmung entsteht, ohne welche das Bewusstsein, ohne welche dieser Raum mit den Menschen in diesem Raum gar nicht da wäre. Ich repräsentiere, ich bin das Bewusstsein für diese Wahrnehmung. Sozusagen, man könnte sagen, ich bin die Leinwand, sagen wir, wir brauchen die Analogie eines Bildes oder eines Gemäldes. Ich bin die Leinwand, auf welche, was immer auch ich in diesem Moment wahrnehme, erscheint, die Formen erscheinen auf dieser Leinwand. Dieser Raum also, in dieser Analogie, sind die Formen, die auf dieser Leinwand erscheinen. Aber was ist die Leinwand? Die Leinwand ist der Raum des Bewusstseins, ohne welchen dieser Raum gar nicht da wäre. Aber das ist nicht nur eine Erkenntnis des Intellektes. Man muss diese Leinwand, diesen Raum des Bewusstseins in sich erkennen als die Essenz sich selbst. In anderen Worten, da ist eine Stille, eine lebendige Stille im Hintergrund aller sinnlichen Wahrnehmung. Im Hintergrund aller sinnlichen Wahrnehmung in diesem Moment, das ist nicht nur das, was wir wahrnehmen, wir können uns auch bewusst sein des Bewusstseins selbst, die stille Gegenwärtigkeit,
im Hintergrund der Wahrnehmungen, der sinnlichen Wahrnehmungen. Im Hintergrund der sinnlichen Wahrnehmungen ist eine lebendige Stille. Man kann sie nicht weiter benennen, es hat keine Form. Das ist eine lebendige Stille des Bewusstseins selbst. Und jetzt, ich kann also diesen Raum hier wahrnehmen, auf die beiden, diese zwei Dimensionen waren gleichzeitig wahrnehmen. Während ich hier sitze, da ist alles das und im Hintergrund ist die lebendige Stille des Bewusstseins selbst. Das ist eine neue Weise, durchs Leben zu gehen, eine neue Weise, mit anderen Menschen in Verbindung zu sein, eine neue Weise auch, mit Situationen fertig zu werden, mit Herausforderungen, die auf den Menschen ständig zukommen, sich immer erkennen als im Hintergrund, als das Bewusstsein. Dann, und je mehr das geschieht, desto mehr beginnt diese Dimension stärker zu werden und die Dimension der Persönlichkeit, der Person, der historischen Person, wird nicht vollkommen verschwinden, nein, ich werde weiterhin, du wirst weiterhin deine Vergangenheit haben und eine Zukunft und eine Erinnerung, aber diese historische Person oder die Persönlichkeit wird sozusagen durchlässiger für das Licht des Bewusstseins. Da kommt etwas anderes durch die konditionierte Persönlichkeit durch. Es ist, als ob es wäre ein Lampenschirm, eine Stehlampe und da ist ein Lampenschirm drumherum. Und erst ist der Lampenschirm so dicht, dass er kaum Licht durchlässt. Und er ist vollkommen, die Muster sind darin eingegraben von der Vergangenheit. Und langsam wird dieser Lampenschirm durchlässiger für das Licht. Da sind immer noch die gleichen Muster, aber mehr und mehr scheint das Licht des reinen Bewusstseins durch. Und langsam, auch auf diese Weise, lassen wir die Analogie jetzt beiseite, entsteht die Befreiung von dem, was Buddha nannte, das fiktive Selbst, das kleine Ich. So langsam wird man befreit zu glauben, das sei man selbst. Das ist nur eine historische Form, die kommt und geht. Und am Ende, wie ich schon oft sagte, am Ende ist der Grabstein. Und was bleibt von dem problematischen Leben der historischen Person, ist der 2 bis 3 Zentimeter lange Strich zwischen Geburtsdatum und Todesdatum auf dem Grabstein. Das war es. All die schrecklichen Probleme meines Lebens. Das Ego will immer triumphieren über andere. Und da gab es einen Menschen, hat man mir gesagt, kürzlich, der auf seinen Grabstein schreiben ließ, ein Mensch mit einem gigantischen Ego, ließ auf seinen Grabstein schreiben, wenn du dies liest, so bedeutet es, dass ich hier vor dir angekommen bin, also habe ich gewonnen. Auch habe ich, da wir sprachen über die Dualität, eine Beziehung mit sich selbst zu haben. Ich habe vor kurzem
gelesen, ich glaube, es war in der Bild-Zeitung, dass bald die Menschen sich selbst werden heiraten können. Der Mensch kann sich plötzlich sagen, ich möchte mich heiraten. Ich habe eine so gute Beziehung zu mir, ich möchte mich jetzt heiraten. Okay. Am Ende kommt die, dass man nicht mehr eine Beziehung mit sich selbst hat, sondern man ist ganz einfach das Bewusstsein. Und man kann dann die zeitbedingte Person kann man akzeptieren und nicht verlangen, dass alles perfekt sein muss an der zeitbedingten Person. Man kann sein Leben nicht so einrichten, zum Beispiel, dass es keine Probleme mehr gibt, keine Herausforderungen. Egal, wie weit das Bewusstsein sich entwickelt hat, Herausforderungen werden ständig kommen. Das Leben ist so eingerichtet, dass das Bewusstsein sich nur entwickelt, wenn durch Hindernisse. Der Mensch braucht die Hindernisse. Und nicht nur der Mensch, jedes Lebewesen entwickelt sich durch Hindernisse. Und dann plötzlich dadurch wächst das Bewusstsein. Man sollte sich also nicht beklagen, wenn man im täglichen Leben herausgefordert wird durch Situationen, durch andere Menschen, denn Menschen sind schwierig. Schwierigkeiten kommen oft durch andere Menschen. Und man sollte sich dann nicht beklagen, sondern es ist in der Natur der Dinge, dass man ständig herausgefordert. Aber die Frage ist, wie reagiere ich auf diese Herausforderungen des täglichen Lebens? Reagiere ich, indem ich mich beklage, indem ich fordere, es sollte keine Herausforderungen geben? Oder kann ich sofort akzeptieren, was ist in diesem Moment, und dann etwas tun, falls etwas zu tun ist, oder nichts tun, falls nichts zu tun ist? Noch ein anderes Portal in diese innere Tiefe, die ich erwähnte, ist natürlich der innere Körper. Wir sprachen von der Wahrnehmung ohne zu benennen. Wir sprachen von dem bewussten Atmen. Und das ist eng verbunden auch mit den inneren Körper zu spüren. Ich habe oft darüber geschrieben. Es fängt an, in der Hand zu spüren, dass die Hand innen lebendig ist. Man muss aber die Aufmerksamkeit muss dann sich richten vom Kopf weg in die Hand hinein. Oh, sie ist lebendig. Ja, ich spüre es. Und die Arme auch, die Füße auch. Und dann spürt man die Gesamtheit des inneren Körpers plötzlich. Und das auch ist ein Weg herauszutreten aus dem zwanghaften Denken und in sich die Lebendigkeit, die tiefer ist als der physische Körper, zu spüren. Und das kann auch ein Anker sein für diese Dimension der Stille oder der Tiefe, der innere Körper. Darüber habe ich oft geschrieben, deshalb erwähne ich es nur kurz hier. Und während ich spreche darüber, kann, so hoffe ich, jeder von uns es spüren in sich, die Lebendigkeit des inneren Körpers. Und sobald man es spürt und wenn man es vollkommen spürt, denkt man nicht mehr. Man ist. Und das Letzte, was ich erwähnen möchte, das Zulassen des jetzigen Momentes, so wie er ist, welches nicht bedeutet, dass ich nicht mehr fähig bin, aktiv zu werden oder etwas zu tun oder auch eine Situation zu verändern. Aber die Grundlage für alles muss sein, dass erstmal ein Ja sagen zu dem jetzigen Moment, ein Ja sagen zu dem, was ist. Denn was ist, ist schon. Man kann innerlich damit argumentieren, aber der gegenwärtige Moment ist
immer schon so, wie er ist. Und dann beginnt man zu leben im Einklang mit dem, was ist. Und man anerkennt, was ist, anerkennt es, was ist. Und das ist dann die Basis für etwas zu tun, falls etwas zu tun möglich ist, oder es so zu lassen, wie es ist, oder let it be, wie das schöne Lied sagt. Auch da, wenn man den jetzigen Moment zulässt, wie er ist, öffnet sich auch die Dimension der Tiefe. Durch die ständige Reaktion gegen das, was ist, wird man wieder an die Oberfläche gezogen. Denn das ist das Ego, das ständige negative Benennen dessen, was ist. So, es gibt also viele Portale in die Tiefe hinein. Nach einiger Zeit wird es dann man lebt dann auf diese Weise ganz natürlich, dann braucht man nicht mehr bewusst eines oder jenes, dieses oder jenes jener Portale zu benutzen. Aber in der Zwischenzeit ist es wichtig zu wissen, dass es diese Portale sozusagen in die Tiefe gibt, und es ist jetzt deine Verantwortung, diese Portale zu benutzen im täglichen Leben und nicht zu glauben, wenn die Gedanken sagen, ich habe keine Zeit jetzt, nicht jeden Gedanken zu glauben, der im Kopf entsteht. Es gibt niemand, der keine Zeit hat für 30 Sekunden. Es gibt niemand, der keine Zeit hat für eine Minute. Es sei denn, es ist eine extreme Situation. In den meisten Fällen jedoch, jeder Mensch hat diese kleinen Zeitspannen. Benutzen die Warteperioden im Leben. Alles das kann wunderbar sein, damit man nicht mehr in dem ständigen Gedankenfluss gefangen ist. Wir erheben uns also die nächste Stufe in der Evolution des menschlichen Bewusstseins ist, das Denken müssen zu transzendieren. Und dann kann man viel wirkungsvoller denken, wenn man nicht mehr im zwanghaften Denken gefangen ist, wenn man die Freiheit hat, herauszutreten aus dem Denken. Und dann natürlich denkt man wieder, aber dann wird das Denken frischer, kreativer und wirkungsvoller. Man kann auch dann mit den Gedanken manifestieren. Man kann Dinge schaffen in der Welt für die Menschen, die das... Und nicht nur als ein Ego Dinge zu manifestieren, sondern in Verbundenheit mit dem tieferen Bewusstsein Dinge zu manifestieren in dieser Welt. Und das wäre ein Thema zu einem anderen Nachmittag. Aber wir haben das Grundlegende hier erspürt, so hoffe ich, verstanden, bis zu dem Maße, in dem man es verstehen kann. Und da ist eine Grenze. Die Essenz unseres Nachmittags hier ist nicht mit dem Verstande allein zu begreifen, dann wäre es nicht sehr zufriedenstellend, sondern die Essenz ist über diesen gedanklichen Verstand hinausgehen. Das ist die Essenz und das ist die Möglichkeit in jedem Moment des Lebens, sodass wir dann in der Dimension der Tiefe verankert sind und dann das Leben meistern sozusagen. Das heißt, bewusst leben und mit Weisheit Dinge tun. Denn nur die verbunden sind mit der Tiefe in sich selbst, können Weisheit in ihr Leben bringen. Und Weisheit ist, was die Menschheit dringend benötigt, nicht eine noch größere analytische Intelligenz, sondern etwas Tieferes. Der Mensch braucht
die Weisheit, die kann nur entstehen durch die Verbindung mit dem Sein der Tiefe. Und das ist das Ziel unseres Lebens. Darum sind wir hier. Alles andere ist zweitrangig. Was man tut, ist zweitrangig. Wie man es tut, ist von größter Wichtigkeit. Denn das bedeutet, was ist das Bewusstsein dahinter? Ist es das Ego oder ist es das tiefere Bewusstsein? Es ist das große Abenteuer des Menschseins hier und jetzt. Dankeschön. Man ist so richtig ins Sein geplumpst. Man hat auf einmal gespürt, hier bin ich zu Hause. Ja, ohne Worte. Ich glaube, das kann man am besten weitergeben. Authentisch, total authentisch, ja. Ich glaube, er lebt das wirklich, was er redet, was er sagt. Es war einfach schön. Ich spüre ein Stückchen Frieden und es ist ein wunderbarer Meister. Eine Freude, ihm zuzuhören und dabei zu sein. Man ist jetzt auch sehr dankbar und auch, dass man hier war, ist sehr schön. Und es ist gelungen, also hauptsächlich, also fast die ganze Zeit auch wirklich da zu sein, das zu verstehen und ja, mitzunehmen. Schön. Vieles weiß man oder viele haben uns schon lange mit diesen Dingen beschäftigt. Es ist so schön, ihn zu erleben und das zu hören in dieser liebevollen Art. Also ja, ich komme erfüllt raus, habe mir auch wieder ein bisschen mitgeschrieben, weil ich mich freue, wenn ich den einen oder anderen Satz, der so schön ist, der dann im Ganzen so vergeht, ihn nochmal und nochmal lesen kann. Ja, schön, dass hier 3000 Menschen sind und diesem schönen Geist jetzt hier rausgehen und das Licht irgendwie in die Welt tragen. Das ist so freudig, das ist einfach schön.